So, und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Microsoft Train Simulator mit dem Addon Berlin Subway. So, wir werden mal hier alles weit einschalten wieder. Und schon mal wieder vorziehen. Und ihr seht, wir sind heute unterwegs Hermannstraße Richtung Wittenau. Und das Ganze fahren wir mit dem H97-Zug. Erster Halt ist hier Hermannstraße. Bitte Code eingeben. Code angenommen. Ansagegerät programmiert. So. Und damit stehen wir. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Richtig, nach Wittenau geht's nämlich heute. Ich muss mal gucken. Hier haben wir die Ansicht. Schön. Wittenau. So. Hier sehen wir es richtig schön. Nach Wittenau geht's mit der Linie U8. Und ja, bin mal gespannt, wie ihr diese Fahrt findet diesmal. Jetzt sind wir ja nur komplett unterirdisch. Das bedeutet, also jetzt geht's hier nichts mehr. Das ist ein bisschen schade, aber kriegen wir hin, denke ich mal. Und ja, lassen wir uns also dementsprechend jetzt mal überraschen. Zurückbleiben bitte. Das war natürlich die falsche Taste. Also die wollte ich nämlich. So. Leinestraße. Übergang zum Bus. Ausstieg links. Und ihr seht natürlich alles wieder, alles eingestellt mit Ansagen und so weiter und so fort. Ja, das ist wie gesagt die zweite Strecke, die mit enthalten ist in Berlin Subway. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Den Typ-H-Zug können wir uns übrigens zweimal auswählen. Der ist zweimal vorhanden. Falls, ja, wie in der letzten Folge schon mal angesprochen, könnt ihr das zurückbleiben, bitte. Ja, können die Fahrzeuge ja beschmutzt werden oder auch defekt. Und da habt ihr dann halt die Möglichkeit, weil es gibt halt wohl nur diesen einen für das Großprofilnetz. Anders als wir zum Beispiel bei der U2, wo wir die Gisela haben und den A3. Bodinstraße, Übergang zum Bus. Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. So, wir müssen ja leider hier mal ein bisschen gucken. Zurückbleiben bitte. Dann mal gucken, dass wir jetzt die Zeit jetzt nicht so unendlich lang machen wie jetzt in der letzten Folge. Dementsprechend werden wir dann mal gucken, dass wir halt jetzt ein bisschen früher abfahren, als wir immer dann diese Ein- und Ausstiegszeit da unten abfahren, weil ich glaube, die ist einfach viel zu lang bemessen. Okay, der ist da vorne.
Hermannplatz, Übergang zur U-Bahn-Linie U7 und zum Bus. Ausstieg links. Der Hermannplatz. Hier gab es auch mal einen Omsi-Addon. Welches leider aber nicht mehr auffindbar ist. Sehr schade. Das hätte ich mir sehr gerne mal angeguckt. Aber naja, so ist das. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Also sollte von euch irgendwer dieses Addon noch besitzen, kann er ja gerne mal reinschreiben. So, wo man es noch bekommt. Zurückbleiben bitte. Das ist schon ärgerlich, weil das war jetzt auch nur, ich glaube, so eine rein fiktive irgendwie sowas. Es hieß auch mal, dass sie weiter gebaut wird, aber man findet dazu einfach gar nichts mehr. Zu diesem Projekt für Omsi. Aber als Buslinie, ne? Also jetzt nicht U-Bahn, sondern Buslinie. Und naja, schade. Schönleinstraße. Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. So. Zurückbleiben, bitte. Also an diesem Modell sieht man natürlich den riesigen Unterschied zwischen World of Subways natürlich, ne? Cottbusser Tor. Übergang zur U-Bahn-Linie U1 und zum Bus. Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. So, Abfahrt ist 17. Jetzt kommen wir ja wieder fast. Zurückbleiben bitte. Wieder ran an unsere Zeit. Ja, dann habt ihr jetzt also die U2 gesehen, die U55 nochmal in Omsi, jetzt wie gesagt die U8. Morgen werden wir uns dann nochmal die Spandau-Tour anschauen in World of Subways und werden uns da nochmal den A3 krallen. Müsste doch der A3 sein, ne? Ich bin gar nicht mehr so 100% sicher. Der Moritzplatz. Weiß nicht, meine Tochter hatte da immer so einen putzigen Namen gesagt gehabt. Ausstieg links. So. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. 33 ist Abfahrt. Ja, dann sollten wir jetzt ja wieder gut in der Zeit liegen. Zurückbleiben bitte. Heinrich-Heine-Straße. Übergang zum Bus. Und dann hatten wir jetzt also die ganze Woche dann so ein bisschen unsere U-Bahn-Woche. Ja, mal gucken,
ob wir dann dementsprechend ja nochmal die Dieselheizung zeigen. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher. Oh, hier ist doch Werbung von Plus. Nicht Plus, sondern Plus. Jetzt hätte man die Werbung von Plus benutzen können, weil die gibt es gar nicht mehr, oder? Einsteigen, Plus? Bitte. Ich glaube, Plus gibt es nicht mehr. Also von daher hätte man es jetzt wieder rückgängig machen können. Zurückbleiben, bitte. Janowitzbrücke. Übergang zur S-Bahn. Janowitzbrücke. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Ja. Wie gesagt, wenn wir uns jetzt hier auch mal ein bisschen umschauen, ne? So sieht es halt aus. Also, das ist schon ein bisschen, ja, sieht man, wie gesagt, auch hier die 2D-Pappmenschen drin. Aber man kann schon bis zum Ende durchgucken. Es biegt sich halt auch alles realistisch, so wie es sein soll. Zurückbleiben, bitte. Also auch das passt. Die Türenanimationen hier, die sind auch nicht vorhanden. Was man hier zum Beispiel nicht sieht, wie sich die Türen öffnen und schließen. Aber, naja, gibt Schlimmeres. Immerhin reden wir immer noch von den Microsoft Train Simulator. Alexanderplatz. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zu den U-Bahnlinien U2, U5. Zur Straßenbahn und zum Bus. Ausstieg links. So, andere Etage hier am Alex. Und auch hier, perfekt. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Tja, sonst, wie gesagt, Ansichten hier unten im Tunnel eigentlich so gut wie gar nicht möglich. Ja, also es ist schon ein bisschen, na. Zurückbleiben, bitte. Weinmeisterstraße. Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Ja, also ihr seht, ne, das ist eigentlich die gleiche Qualität, wie wir es bisher jetzt schon kennen, von Berlin Subway. Zurückbleiben, bitte. Aber ich finde es halt cool, dass du halt wirklich zwei verschiedene Linien hast. Nicht nur die eine, so wie es sonst halt jetzt zum Beispiel bei World of Subway der Fall ist, ja, mit der U7, sondern hier hast du halt die U2 und die U8 mit bei viele verschiedene U-Bahn-Typen und ja, wie gesagt, die Ansagen, das ist alles schon ganz, ganz nett gemacht hier. Und ich glaube, das ist heute auch noch so ein absolutes Ding, das man sich wirklich mal angucken kann. Und es kostet halt auch absolut nicht mehr viel. Rosenthaler Platz. Übergang zum Bus. Ausstieg links.
Hans ist, wie gesagt, in den letzten Folgen ja schon mal öfters ja mal angesprochen, dass er ja dementsprechend halt dann diesen Rechner braucht. Ich bin schon oft am Überlegen, mir einfach einen Rechner zu nehmen, Wittenau, der noch irgendwo einsteigen, bitte, im Keller rumliegt oder so, und dann einfach das Ding nur für den Microsoft Train Simulator fertig zu machen. Es ist halt schon lästig, wenn das Ganze nicht so funktioniert. Zurückbleiben, bitte. Bei Open Rails, ja, wenn da irgendwas wieder nicht lädt oder so. Und tja, so hätte man dann wirklich vielleicht nochmal die Chance, den Microsoft Train Simulator nochmal richtig zu genießen. Gerade wenn man sowieso alle Addons besitzt und so, ja. Wäre das schon eine extrem coole Sache. Bernauer Straße, Übergang zum Bus. Ausstieg links. So, perfekt. Zug nach Wittenau. Einsteigen, bitte. Zurückbleiben, bitte. Wolterstraße, Übergang zum Bus, Ausstieg links. Die U-Bahnhöfe, ne, die sehen halt komplett anders aus. Ja? Also hier merkt man schon, dass die sind wirklich weit, weit runtergekommen. Ich finde es auch cool, dass sie sich in die Mühe gemacht haben, Zug halt nach Wittenau. Einsteigen, die bitte. Ganzen Bahnhöfe dementsprechend halt abzufotografieren und dann praktisch auch dafür umzusetzen halt, ne, für Berlin Subway. Also das sieht schon alles wirklich real aus, was sie hier gebaut haben. Natürlich mit den technischen Zurückbleiben, Marken bitte. Vom damaligen Train Simulator, ne? Man kann natürlich nicht mehr rausholen. Gesundbrunnen, Übergang zur S-Bahn und zum Bus, Ausstieg links. Und natürlich, ja, falls jetzt die Kommentare kommen, so, ja, also so sieht er heute nicht mehr aus. Man muss ja dazu sagen, ne, der ist, wie wir ja in der letzten Folge rausgefunden haben, 2005 erschienen, also dieses Add-on. Zug nach Wittenau. Einsteigen, bitte. Dementsprechend können sie natürlich in 14 Jahren die Bahnhöfe schon doch ziemlich verändert haben. Ja, also darf man nicht vergessen. Zurückbleiben, bitte. Tankstraße. Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen, bitte. Zurückbleiben, bitte.
Osloer Straße, Übergang zur U-Bahn-Linie U9, zur Straßenbahn und zum Bus. Osloer Straße. Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Und ja, was gibt's sonst so zu sagen? Dass es mir unheimlich Spaß macht. Ach, die gute alte Zeit. Zurückbleiben bitte. Neumannplatz. Übergang zum Bus. Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Wir haben 2 Sekunden Verspätung rein, aber wir reden hier von 2 Sekunden Verspätung. Ja, also das ist ja absolut gar nichts. Zurückbleiben bitte. Residenzstraße, Übergang zum Bus, Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Ich bin auch tatsächlich erstaunt, wie gut das Ganze jetzt hier läuft. So die ersten Anspielversuche, die ich ja gehabt habe hier mit dem Laptop und alles was, die waren ein bisschen ruckelig, aber jetzt musste ich das scheinbar doch ziemlich gut erholt haben. Zurückbleiben bitte. Finde ich persönlich relativ in Ordnung. Und das trübt den Spiel halt, also den Spielerfahrung jetzt überhaupt nicht. Ihr seht natürlich ein richtig gutes Bild dadurch. Einzige, was natürlich schade ist, ja, immer noch das 4:3 Format. Aber wie gesagt, daran kann ich absolut echt nichts ändern. Ich könnte das Ganze natürlich in 16:9 Auflösung machen. Das Bild würde aber so rangezoomt sein, dass es halt alles eigentlich nur matschig wirkt und wir halt einfach manche Sachen überhaupt nicht sehen. Und ich glaube, das ist halt auch nicht Ziel der Sache. Paracelsusbad, Übergang zum Bus. Da ich ja erwähnt hatte, dass es ja alles eine ältere Simulation ist, gehe ich mal stark davon aus, dass ihr da Bescheid wisst, warum, wieso, weshalb das Ganze jetzt so Ausstieg ist. Ausstieg links. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Genau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.
Bitte, jetzt haben wir schon wieder gut Verspätung hier mit fast 7 Sekunden. Also, da haut's mit dem Fahrplan nicht ganz. Das ist mir aber schon früher aufgefallen. Ja, dass das Ganze nicht so hinhaut. Wenn man immer irgendwie Verspätung hatte. Lindauer Allee. Übergang zum Bus. Ausstieg rechts. Wenn wir beide vorbeigerauscht. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Sehr schön. Stehen und perfekt drin, würde ich fast behaupten. So 41. Zurückbleiben bitte. Bonhoeffer Nervenklinik. Übergang zur S-Bahn und zum Bus. Oh. Notfall wollten wir nicht. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ja, jetzt kriegen wir unsere Zwangsbremsung. Da warst du einmal nicht drin. Rathaus Reinickendorf. Übergang zum Bus. Da hatten wir gerade zeitweise ein rotes Signal. Zug nach Wittenau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Und damit endet dann auch schon wieder diese Fahrt, Endhaltestelle Wittenau. Und das, wie gesagt, also die zweite Strecke. Ja, mein Fazit natürlich dazu, perfekt. Ja, für alle Berliner Fans ist ein Must-Have, was man auf jeden Fall zu Hause besitzen sollte, wenn man mit dem ÖPNV unterwegs ist. Wittenau, Übergang zur S-Bahn und zum Bus.
Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg links. Wie gesagt, ein absolutes Must-Have. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ihr habt jetzt alles gesehen, was ich jetzt so gesehen habe. Bloß, dass ich jetzt hier selbst gefahren bin. Ja. Also von daher wisst ihr eigentlich Bescheid. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Also gibt es hier also an der Stelle halt einfach nichts zu sagen. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, dann wie gesagt, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und ja, vielleicht habe ich ja den einen oder anderen bekehrt zum Microsoft Train Simulator. Ne? Der kann ja gerne mal in die Kommentare posten. Haut rein, mich würde das interessieren. Denn wie gesagt, auch heute würde ich den Microsoft Train Simulator absolut noch empfehlen. Ja, und ja, würde ich ihn, wie gesagt, heute immer noch empfehlen. Aber naja, wie gesagt, nutzt dazu einfach die Kommentarfunktion. Und falls ihr Fragen habt, wo ihr das Ganze bekommt, schaut einfach, wie gesagt, mal bei eBay vorbei, Rebuy oder weiß ich, wie sie alle heißen. Und guckt da einfach nach. Also ich glaube, der Train-Simulator, der ist, weiß ich nicht, also der kostet nicht mehr als 5 Euro oder sowas. Das Addon, weiß ich nicht, das könnte vielleicht noch tatsächlich ein bisschen teurer sein. Was kriegen wir wieder hier? Oh, ist ernsthaft. Das könnte vielleicht noch ein paar Euros mehr kosten. Wahrscheinlich ist das Addon teurer als das Hauptspiel. Aber so ist das ja meistens immer. Und ja. Mir hat's gefallen, wie gesagt, wenn ihr jetzt noch in die Kommentare postet, ob ihr jetzt noch die Gisela sehen wollt hier im Microsoft Train Simulator, dann werden wir das Ganze dementsprechend nächste Woche nachholen. Und ja, sonst gibt es ja eigentlich an dieser Stelle halt nichts mehr zu sagen. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen und damit, wie gesagt, endet denn auch diese Folge. Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder. Bis denn.